betreten wir jetzt die Grundwassersenke ein zweites Mal. Denn es gibt hier noch... Sandsdings, Bingsbums, da, Buttermuff. So, gibt viele Erfahrungspunkte, deswegen, obwohl es nur Level 10 ist. So, Würde. Das ist unter meine Würde und unter deiner Bürde. Vielleicht schlechter Witz, ich weiß. ja, ich will jetzt Adventi mal den das Glücksei geben, genau. Trägt momentan die Königin. Tausche ich jetzt aus mit dem Erfahrungsteiler. Aber jetzt muss ich den finden. okay, der müsste hier sein. Ja, da ist er, genau. Glücksei. Und den EP-Teiler gebe ich. Klingt zwar unglaublich, aber ich muss einen Chuck Norris geben, denn Chuck Norris hat jetzt das niedrigste Level. So, nehmen wir uns das Münzamulett, das wir dann jetzt Saiyajin noch geben. Okay, so passt. Sehr schön. Dann geht's jetzt weiter. Ich glaube, ich sollte mal einen Schutz wieder verwenden, weil die Pokémon sind unter unserem Level. Okay. Ich habe jetzt keinen Nerv dafür. Das sind eh nur kleine Fische. So. Topschutz, Topschutz, Topschutz. Ich tue mal meine Maus verwenden, das geht schneller. Na bitte, Topschutz. 13 Stück haben wir noch. Die wollte ich eigentlich für die Höhle verwenden, aber jetzt verwenden wir sie halt für die Grundwassersenke. So, hier waren wir ja schon, ne? Hier war ja ein Item da hinten. Aber es gibt hier noch Wasserstellen. Da, es führt auch noch in weitere Bereiche dieser Höhle. Oh mein Gott! Ein Barschuft! Wer hätte es gedacht? Oh, es hat nur Level 19. Ich dachte, es hat so Level 30, 30, 40 so rum. Okay, tschüss. Du bist auch kein Gegner für uns. Hier ist ein Item. Holen wir es uns. Es ist ein Elixier. Okay. Hier finden wir auch bestimmt ein paar TMs. Hier hinten, geht's hinten vielleicht noch weiter? Ich schau mal schnell. Steigen wir mal auf Saiyajin drauf. Hier müsste ein verstecktes Item sein, glaube ich mal. Ich hol mal wieder das Itemradar her. Itemradar. Aha, zeig mir was an, okay. Okay. Es scheint hier zu sein. Es ist ein Hyperheiler. Oh, noch ein Item zeigt er mir an. Ist ja spannend. Es ist hier, oder? Es scheint wohl da unten zu sein. Also unten unter dem Berg. Da wo man noch hinsurfen kann. Ich glaube, das Item müsste gut sein. Ich schätze, es ist eine Top-Genesung oder sowas. HP Plus. Ja gut, das ist natürlich auch was. Okay, das hätten wir hier soweit. Wo geht's denn hier? Achso, hier geht's zurück. Gut, dann müssen wir hier lang. Hier ist noch ein Item. Bitte lass es eine TM sein. Ein Fluchtseil, das werden wir wahrscheinlich verwenden. Ah ja, hier geht's dann nach unten. Okay. Und hier ist es dunkel. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir unser Zebritz einsetzen. Ich habe ja Streifi Blitz beigebracht im letzten Part. Jetzt seht ihr auch warum. So, wo sind wir hier jetzt? Ich mag solche dunklen Höhen ehrlich gesagt nicht. Habe ich schon seit der ersten Generation in der im Felstunnel nicht gemocht. Und warum habe ich das Itemradar nicht mehr draußen? So, hier ist noch ein Item. Es ist ein Top-Trank. Auch ganz nett. Ich renne jetzt mal, weil hier ist wahrscheinlich nichts anderes mehr an dieser Stelle. Hier ist noch ein Item, wird mir angezeigt. Hä? Das scheint auf dem Berg zu sein, zeigt es mir an. Okay, da kommen wir ja gerade nicht drauf. Und was ist hier los? Im Wettessen macht mir so schnell keiner was vor. Weniger fressen, mehr kämpfen. Herr Karate-Typ da, Schwarzgurt Akadi.
Er hat einen Suokex, das Pokémon aus der Wüste. Schicken wir es auch wieder zurück in die Wüste. Es kann ja unser Adventi nicht mit Kampfattacken angreifen, aber dafür mit Unlichtattacken. Er senkt erstmal unsere Initiative. Na toll, das bringt ihm wahrscheinlich kaum was, weil sein Pokémon ist eh schon schneller als unseres. Ich will jetzt mal, es kommt eine Unlichtattacke, scheiße. Bitte lass es überleben. Ach, sehr schön. So, jetzt brennt's. Schwächt auch die physische Attacke von Suokex. Das heißt, ich kann es noch weiter angreifen. Ich greife es mal mit Funkenflug an. Gegenstoß wird uns das nicht killen, außer es ist ein Volltreffer. Ja, das war jetzt das Verbrennen. Das hat ja seinen Angriffswert gesenkt. So, jetzt verwende ich mal einen Trank. Trank. Wir haben einen Top-Trank, einen Hyper-Trank. Und Kugelmilch. Ich glaube, ich nehme mal die Kugelmilch. Die müssen wir auch irgendwie loswerden. Okay. Ja, toll. Jetzt kommt wieder ein schwacher Gegenstoß. Das war ein Volltreffer, oder? Nee, war kein Volltreffer. Okay. Ich bin überrascht. Aber warum hat er so viel abgezogen? Ich meine, wir haben seinen Angriffswert durch eine Verbrennung gesenkt. Naja. Ist auch nicht mehr so wichtig. Jetzt ist es auf jeden Fall down. Wir haben ein Unlicht-Pokémon mit einem Geist-Pokémon-Sieg. UT zu. Ja, das kennen wir noch nicht. Ist, glaube ich, das Gegenstück zu Paradonis. Hat einen hohen Angriffswert und eine hohe Initiative, schätze ich mal. Er hat seinen Angriff, ja gut, er kann uns nicht angreifen, außer er setzt Gesichter ein, was ich nicht glaube, dass es die Attacke kann. Okay, wie dasselbe Art, Irrlicht. Verbrennen wir mal dieses Kampf-Pokémon, das auf normalen Angriff ausgesetzt ist. Und wenn wir es verbrennen, dann kann es einen Angriff sonst wohin stecken. So, er hat zwar seinen Angriff und seine Verteidigung mit Protzer erhöht, aber es bringt ihn auch nichts mehr. Er kann uns ja eh nicht angreifen, außer mit Gesteinsattacken, wenn er welche drauf hat. Oder wenn er Gesichter beherrscht. Na gut, wir sind momentan sicher mit unserem Geist-Pokémon. Ja, es kommt eine Inferno-Attacke, die trifft, sehr schön. Das müsste ihn eine Menge abziehen, ja, tut's auch. Jetzt mal Funkenflug. Und er hält immer noch seinen Angriff, oh mein Gott. Wahrscheinlich, weil er nichts anderes machen kann, außer seinen Angriff erhöhen. So, das war's. Mr. Angriff erhöhe. Sharknose, seit Level 36. Hier kommt Caradonis. Ich weiß, dass Caradonis keine Kampfattacke drauf hat. Also nur Kampfattacken drauf hat. Ich meine so, oder keine Gesteinsattacken. Ich glaube, ja, er ist dasselbe wie vorhin. Beide setzen nur... Er setzt auch wieder nur Protz ein, wie dieses Kampf-Pokémon davor. Wie hieß denn das jetzt? Ach, keine Ahnung, habe ich vergessen. Inferno. Ich weiß nicht, ob Inferno auch verbrennen kann, also beim ersten Angriff. Dass es so eine Attacke ist wie Buchtschlag, dass er immer trifft, also dass er nicht so oft trifft, meine ich. Dafür aber eine Statusveränderung gibt. Muss ich nach dem Kampf nachschauen, ob Inferno so eine Attacke ist. Ich meine, Inferno hat ja auch nur 5 AP und hat eine sehr, sehr Ungenauigkeit. Trifft nur von einer Chance von 50%. Also 1 zu 2, ne? So. Und heute gibt es gebratenen Kämpfer zu Frühstück. Aber erstmal ein Level 40er Adventi. Bald entwickelt sich glaube ich mit Level 42 oder 41, bin mir da nicht so sicher. Ja, sieht man, was angezeigt wird. Hier ist noch eine Kämpferin. Na gut, je mehr Kämpferin, desto besser. Hey Trainer, lass uns eine Runde trainieren. Je mehr Kämpfer, desto mehr Erfahrungspunkte für unser Geist-Pokémon. Nicht wahr, Evelyn? Sie hat ein Strehpolitisch wieder ein Kampf-Pokémon. Aber ich glaube mal, dass es eine Gesteinsattacke drauf hat. Ich glaube mal, ich bin mir aber nicht sicher. So, ich schaue jetzt mal nach, ob Inferno beim ersten Angriff verbrennt. Inferno hat zwar keine AP mehr, aber ich bin halt neugierig drauf. Ziel erleidet Verbrennungen. Okay, die Attacke verbrennt den Gegner immer, dachte ich mir doch. Ich setze jetzt mal Irrlicht wieder ein, weil Inferno hat ja keine AP mehr.
Und er erhöht wieder seinen Angriff, wie die zwei Kampf-Pokémon vorhin. So, jetzt können wir wieder Bürde einsetzen. Ist Bürde gegen Kampfattacken normal oder nicht effektiv? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube mal, das ist normal. Oh! Ein Steinhagel. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Nun gut, wir müssen wechseln. Oder heilen können wir auch. Ich glaube, ich heile es mal. Die Verbrennung wird den eh killen. Selbst wenn noch ein Steinhagel einsetzt, wird unser Adventure surviven und die Verbrennung wird ihm dann den Rest geben. Hoffentlich ist es kein Volltreffer. Ja gut. Das war's. Adventure hat schon wieder einen Kampf-Pokémon besiegt. Nicht mit Leichtigkeit, aber es hat's besiegt. Darauf zählt's. Und hier ist schon wieder ein Kampf-Pokémon. Lauter kämpfige Trainer hier. Okay, ehrlich, das kann ja uns nicht angreifen. Außer es kann Steinhagel. Ich glaube nicht, dass es Steinhagel beherrscht. So, wieder eine Verbrennung für unseren Caradonis brennende Kämpfe. Hier in diesem Part momentan sehr viele vorhanden. Jetzt Böde. Angriff von Caradonis sinkt. Toll. Wir greifen ihr Spezial an und seine Verteidigung hilft da auch nicht viel weiter. So, wir haben seinen Angriff geschwächt und seine Verteidigung nützt ihn auch nichts mehr. Und das war's. Tschüss. Und jetzt sehen wir, wie stark Adventi eigentlich ist, ne? Ich meine, es hat sich noch nicht entwickelt und kommt schon gegen sehr viele Kampf-Pokémon voran. Wir müssen zwar sehr oft das Pokémon heilen, aber egal, es kommt mit den gegnerischen Pokémon schon klar. Nicht wahr, Kämpferin Xiao? Was? Xiu? Xu? Xiu? Su? Keine Ahnung. Irgendein chinesischer Name. Was weiß ich? Was weiß ich? Strepuli, hier müssen wir wechseln. Strepuli beherrscht der Steinhagel. Das ist mir jetzt zu riskant wieder. So, Queen, Zappy Queen. Steinhagel, ja, damit habe ich gerechnet. Lobklinge. Einmal, zweimal, dreimal. Brotzer. Ich nehme mal den Angriff und die Verteidigung. Ja gut, jetzt bringt es ihm was, aber machen wir eben dasselbe mit allen Rollen. So, allerdings wird dadurch noch unsere Initiative Genauigkeit, okay. Weckruf. Mein Pokémon ist schon wach, aber danke. Laubklinge. Zack, zack, zack. Aua, 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 aua. Man könnte Zappy Queen theoretisch Geophysur beibringen, wenn es irgendwie durch Vererbung gelernt werden kann. Ich weiß nicht, ob es der Fall ist, aber dann könnte man es mit diesen Einigeln und oder wie heißt die Attacke einrollen. Und dann könnte man Geophysur verwenden, weil die Genauigkeit ja immer weiter erhöht wird. Dann wäre es gar nicht so falsch. Dann könnte man 6-mal einrollen verwenden und dann einfach immer Geofissuren. Die Attacke trifft immer, wie in dem gelben Let's Play, wo man gegen den Champion Blau angetreten sind. Oh, ein Volltreffer. Auch ganz nice. Level 37. Heimzahlung. Die Attacke kennen wir ja. Das ist die TM, die wir bekommen haben beim zweiten Arena-Leiter. Soll ich es erlernen? Ich verlerne mal Doppelkick, wir haben ja immer noch den Durchbruch. So. Okay, die hätten wir auch jetzt. Und sie sieht den, zeigt mir weiterhin Schutz wirklich nicht mehr. Okay. Dann müssen wir immer einen Topschutz einsetzen. So einfach geht es. Okay, jetzt haben wir den Topschutz wieder aktiv und jetzt noch dieses Item mal daraus. Okay. Es führt mich hier hin. Hä? Ist es in diesem Stein drin oder was? Tatsache. Hypertrank gefunden. Okay, wo geht's hier lang? Also ich bin jetzt oft in den Grundwasser, denke, bin ich insgesamt nur zweimal gewesen. Einmal in meiner schwarzen und einmal in meiner weißen. Okay, hier ist noch ein Item. Wir haben erstmal Zauberwasser gefunden, erhöht die Stärke von Wasserattacken.
Und hier ist wieder ein Rotomus, genau. Level 13! Meine Güte! Level 13 ist doch schwach! Tschüss! Ich meine, wir haben schon 40er, langsam. So, wo geht's hier lang? Hier ist eine Surfstelle. Okay, hier geht's nicht weiter. Na doch. Hier war nur dieser Felsbrocken da im Weg. Hier ist noch ein verstecktes Item. Ich glaube, das ist hier drin. Ja, ist es auch ein Top-Elixier? Gut, ich glaube, ich gebe mal, wenn wir schon beim Elixier sind, gebe ich mal dem Adventi mal einen Äther. Oder, nee, ich gebe ihm ein Elixier. Das ist bei Medizin. Wo ist Medizin? Medizin, hier. Elixier, genau. Füllt die AP aller Attacken eines... Okay, das wollte ich nicht. Ein Äther wollte ich. Füllt die AP einer ausgewählten Attacke eines Pokémons um 10 Punkte auf. Adventi gebe ich mal Inferno. Okay. Inferno hat jetzt wieder alle AP. Und ich hole das Item da wieder raus. Es geht hier doch nicht einfach ohne Itemrata durch die Wildnis streifen. Hier ist noch ein Item. Fokusstoß! Eine starke Kampfattacke, die bringen wir sofort. Karadonis Ball. Der Nachteil an der Attacke ist, die ist sehr ungenau. Aber was soll's? Oh, wo ist denn die Attacke? Fokusstoß. Hier. Ne, hier. Ein Angriff mit aller Macht. Die Spezialverteidigung des Ziels senkt in eventuell Stärke 120, allerdings nur eine 70%ige Genauigkeit. Auch für 5 AP. Saiyajin kann Fokusstoß. Ja, okay, bring ich mal Saiyajin bei. Just for fun. Es ist nur die Attacke, es ist nur die Frage, welche Attacke wollen wir vergessen? Also ich sehe die Wasser vergessen. Ich meine, wir haben ja Surfer stattdessen. Siedewasser kann halt verbrennen und das ist auch ein gutes, gute Attacke. Leck ist auch nicht schlecht, wenn unser Pokémon, geschwächt ist. Ich, Biss, soll ich Biss vergessen? Ja, ich vergesse mal Biss. Wir haben ja dann Adventi mit Geistattacken, die sind genauso effektiv. Also Saiyajin hat ja einen Fokusstoß. Okay, dann lassen wir es mal. Wir haben ja einmal schon Fokusstoß, da braucht Karadonis auch keine Fokusstoßattacke mehr lernen. Warum öffne ich jetzt ständig mein Menü? Kann mir das irgendjemand sagen? So, hier waren wir hier schon, genau. Dann müssen wir jetzt hier nach... Oh, hier geht's nicht lang, okay. Dann müssen wir hier weiter surfen. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Ups. Hier geht's nach unten. Vielleicht ist hier noch ein Item. Oder hier geht's vielleicht zum Eingang. Mal schauen. Ah ja. Ich glaube, hier geht's zum Eingang, oder? Ist hier der Eingang? Ist hier vielleicht der Eingang? Ich weiß nicht. Ja, hier ist der Eingang, dachte ich mir doch. Jetzt da, komm mal her. Hier waren wir schon. Genau, dann kann ich mich erinnern. Ah, jetzt müssen wir wieder den Top-Schutz verwenden. So, der ist hier. Top-Schutz, Top-Schutz, Top-Schutz. Da ist der Top eines Schutzes. Itemradar wieder raus, okay. Hier sind wir noch nicht nach rechts gegangen. Vielleicht ist hier noch was. Also ein Item zeigt es mir an. Ah ja. Hä? Ah ja, okay. Fußtritt. Also lauter Kampfattacken hier in diesen... in diese Höhle. Okay. Hier ist noch ein verstecktes Item, das wurde mir gerade nach oben angezeigt, wo ich runtergejumpt bin. Und deswegen war ich gerade so ruhig. So, okay. Es muss hier auf dem Berg sein. Da waren wir ja schon, oder haben wir schon gesehen, dass es hier auf dem Berg ist? Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hoch? Ja, ich laufe jetzt mal da rum und schau. Hier ist noch ein Item. Also wir haben noch nicht alles erkundet. Ah ja, vielleicht kommen wir hier. Ja, gut. Okay, ganz leicht. Einfach eine Ebene, wo es hoch geht. Okay, das... Hier ist das Item. Es ist ein Beleber. Na gut, sparen wir uns 150 Pokédollar beim Markt. Okay, hier geht's noch weiter. Oh, hier waren wir schon. Hier geht's ja zum Wasserfluss zurück und der Schutz müsste gleich ausgehen.
Hier waren wir noch nicht. Hier ist noch ein Item. Tauchball. Damit können wir Wasser-Pokémon fangen. Hm, ich glaube, jetzt hätten wir alles schon erforscht. Das heißt, ich verwende jetzt den das Fluchtseil. Wir haben auch alle versteckten Items eingesammelt. So stelle ich mir eine Höhlenerkundung vor. Möglichst wenig Pokémon und viele Items. So, Fluchtseil. Gut, jetzt sind wir wieder draußen. Und wir haben noch 10 Minuten übrig. Was machen wir jetzt, die 10 Minuten? Ich hätte vielleicht noch eine Idee. Wir haben ja noch Stärke. Da haben wir noch eine Stelle übersehen, in Gavina. Da gibt es noch eine Stärke-Position. Also einen Felsen, den wir bewegen können. So. Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Hier, Fahrrad. Gut. Ja, alte Lady ist hier. Okay. 10. März 2012. Nämlich ist sie hier, genau. Natürlich möchte ich Stärke einsetzen. Was ist denn das für eine Frage hier? Du hast Stagnaus beleidigt. Er bewegt diesen Felsen natürlich mit Freuden. So, es ist ein Sonderbonbon. Ja gut, ein Level Up. Warum nicht? Jetzt gibt es hier noch irgendeine Stelle. Orion City gibt es, glaube ich. Naja, doch, ich schau mal schnell. Kann ja nicht schaden, wenn wir mal kurz schauen. Ich will hier in diesem Spiel möglichst alles erforschen, mitnehmen, erkunden. Was weiß ich noch alles. Also 100%, ne, würde ich dieses Spiel durchspielen. Kann man sagen. Manche Let's Player schreiben ja hinter ihren Let's Plays, ob sie es 100% machen, so wie der Let's Play Markus oder Neosan LPM. Der macht sowas. Der macht ja auch in letzter Zeit Bloody Platin, will er auch 100% machen. Und der will auch noch alle Pokémon fangen. Finde ich echt interessant, dieses Let's Play. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr wollt. Es ist bei... ja, ihr müsst einfach eintippen. Let's Play Bloody Platin und dann müsste es, glaube ich, schon kommen. So, okay, hier scheint kein Item zu sein. Ach ja, da ist ja noch dieser Herr, den wir nicht ansprechen konnten. Schön, dass du da bist. Hier ein kleines Präsent für dich. Eine Riesenperle. Dankeschön. Bringt uns ja nur ein bisschen was zum Verkaufen. Vielleicht kann man sie auch bei einem Sammler abgeben, der uns dafür mehr gibt als bei den normalen Händlern. So, jetzt steigen wir mal aufs Fahrrad und schauen uns die Routen ganz genau an. Hier ist nämlich noch ein bisschen Wasser, soweit ich mich entsinnen kann. Okay, hier ist nichts. Hier ist der Kindergarten. Hier geht es zur Grundwassersenke, da waren wir schon. Hier ist eine Wasserstelle, dachte ich mir doch. Da ist noch ein Item. Muss Item holen, bin Item-süchtig. Ich muss alle Items einsammeln. Hier ist eins zum Beispiel. Ein Hyperheiler. Okay, dann surfen wir wieder zurück an Land. Wir sind ja schon an Land, aber ans Hauptland, sag mal. Mal so. Hier ist was. Da waren wir noch nicht, glaube ich, oder? Ah ja, die Stelle kommt mir gar nicht bekannt vor. Ich war hier, glaube ich, noch nie. Überhaupt noch nie. Dann schau mal, wie sich meine Pokémon durch das Training verbessert haben. Bestimmt ein Züchter ist der, oder? Pokémon-Züchter Massimo. Drei Pokémon hat er. Normalerweise haben Züchter immer alle Bälle voll, also sechs Pokémon haben sie immer. Vegeta Level 32. Guten Funkenflug. Samenbomben. Bombenanschlag auf Adventi. Und tschüss. So, ich dachte, er hat alle Affen. Nein, ich wollte es wechseln. Oh Gott, ich habe mich mal wieder vertippt. Ist mir auch lange nicht mehr passiert, dass ich mich vertippt habe. So, Seppi Queen. Seppi Queen! Oh, heiß! Heiß ist kochendes Wasser! Heiß, 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 ich brenne, heiß. Oh, oh. Ja, das war jetzt Pech, dass unsere Seppi Queen zum Brennen angefangen hat. Okay, Streifi.
ja, was soll ich sagen? Donnerblitz. Haben wir noch gar nicht eingesetzt. Wir haben ja sonst immer nur Ladungsstoß verwendet. Und Streif kriegt... Na, ich dachte schon, es kriegt schon wieder ein Level ab. Okay, Grill-Cheater. Ja, ein grilliger Abend heute. Was? Wollen wir ein bisschen grillen gehen? Ja, so ein saftiges Steak auf den Grill hauen und dann... Ah, ich komme schon auf den Sommer. Okay, Siedewasser, Lake, Fokusstoß, Surfer haben wir auch zur Auswahl. Siedewasser. Heiß, 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 heiß. Oh, 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 heiß, heiß, heiß. Oh. Mein Team ist wohl ziemlich grün hinter den Ohren. Wunderbar, hier ein Geschenk für dich. Brunusbeere. Keine Ahnung, was die bewirkt. Vielen Dank für diesen Kampf. Jetzt weiß ich, wie ich meine Pokémon am besten trainieren sollte. Muss. Nein. Pokémon, geh weg. Schwaches Dusselgur Level 8. Soll das ein Scherz sein? Ich kämpfe nicht gegen ein Pokémon, das nur ein Level 8 hat. Tschüss. Okay, was ist das? Ein KP Plus. Die Medizin könnte man auch eigentlich verwenden. Ich hau jetzt mal einen Topschutz raus. Ist zwar vielleicht eine Verschwendung, weil hier nicht mehr so viel Gras sein könnte, aber da tue ich mir jetzt nicht an. So, was haben wir denn jetzt? Hier müsste es sein. Jawohl, Topschutz. Wie viel haben wir noch? 10 Stück. Wir müssen mal wieder shoppen gehen. So. Ist hier vielleicht noch was? Ja, hier ist noch ein Item. Zeig mir mal ein Itemradar vielleicht. Waschendes Gras! Muss Tibun einsammeln! Tibun! Oder oh doch. Hat zwar nur Level 9, aber egal. Erfahrungspunkte. Gibt es eine Menge. Und zwar sehr viele. Plus noch den das Glücksei von Adventi. 100 Erfahrungspunkte gibt's nicht locker. Ja gut, der EP-Teil teilt noch die Erfahrungspunkte auf. Ein Top-Äther. So. Gut, ich glaube, jetzt hätten wir alles. Ich wollte das Itemrad da rausholen, aber was soll's? Das muss jetzt auch nicht mehr sein. Ewigen Wald. Gibt keine Surfstelle. Stratos City gibt es auch keine. Route 4 gibt es auch keine. Alter Palast gibt es auch keine. Rayono City. Ja, da gibt es eine. Genau. Und zwar haben wir ja jetzt eine Kaskade. Die können wir ja noch einsetzen, um den Wasserfall hochzuklettern auf diesen Dankeschrein-Dingsbums. Keine Ahnung, wie das heißt. Aber zuerst will ich mir ein anderes Wasser-Pokémon mitnehmen, weil ich will nicht, dass wie heißt? Ja, ich nenne es einfach. Ja, ich will nicht, dass Saiyajin vier Wasserattacken drauf hat und dass ich den jetzt nochmal Kaskade beibringe. Das muss jetzt echt nicht sein. Deswegen nehme ich jetzt noch ein Pokémon mit. Wir haben ordentlich Beute gemacht. Wir haben eine Box schon voll. Ich nehme mal den Lila mit. Der kann Kaskade bestimmt. Und lass Dusselgur mal da. Den können wir ja später wieder mitnehmen, wenn wir irgendwo hinfliegen wollen. So, dann Fahrrad und auf zum Dankeschrein, den Ort, wo man ein legendäres Pokémon fangen kann, glaube ich. Also durch ein Event wird das, glaube ich, ausgelöst, dass man sich herunterladen kann. Wie heißt denn das Pokémon? Boah, ich kenne die ganzen nicht. Also es gibt zwei Event-Pokémon, eigentlich gibt es noch drei. Ich glaube, das ist, wie heißt denn das? Genosekt heißt es, glaube ich, ne? Oder wie, Violetta, keine Ahnung. Kann Violetta sein oder Genosekt, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus, so. Bringen wir erst einmal Marmolida Kaskade bei. Okay, erst einmal nach unten, so, hier ist Kaskade. Healer lernt Kaskade. So, jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Zack. Der Schutz ist ja, glaube ich, noch aktiv. Okay. Auf dem Wasserfall hoch. Batz. Hier ist noch ein Item. Ein Sonderbonbon. Besser ist nichts. Und sonst? Ja, gibt es hier vielleicht noch was?
Man weiß ja nie, was das Spiel so einem schenkt. Ne, hier ist leider nichts mehr. Na, schade, aber macht nichts. Gut, dann... Ach, scheiße, wir haben ja Ding nicht mehr. Wir haben ja unser Dusselgott nicht mehr. Okay, wir müssen zurücklatschen. Nein, macht nichts. Eine Stelle gibt es noch, wo ich weiß, dass es Items gibt. Und zwar ist die in... da, wo der Tiefkühlcontainer ist. Ich weiß die Stadt nicht mehr. Maria City heißt sie, glaube ich, die Stadt. Dann gehen wir jetzt mal nach Maria City. Und es leckt wieder ein wenig. Naja. Und wir haben jetzt schon die halbe Stunde durch. Haben ja in diesem Part ein paar Items eingesammelt. Ich will jetzt hier, dass kein Pokémon auftaucht. Kein Pokémon. Oh. Eigentlich mag ich ja Picocella, aber in dem Fall nicht. Seufz. Na gut, kill ich mal schnell. Es gibt ein Level Up. Funkensprung. Funkenflug. Ich sage immer Funkensprung aus Angewohnheit, weil die Attacke Funkensprung schon länger gibt. Was? Kein Level Up. Oh Gott. So. Hi, Herr Kopp. 10. März 2012. Na toll. So, jetzt sind wir wieder in Rayona City. Und jetzt holen wir uns unser Dusselgo ab. Dann gehen wir nach Maria City und holen uns diese Items noch. Und dann beende ich den Part. Denn ich muss ja noch Minecraft machen. Minecraft startet ja heute. Da muss ich wieder ein paar mehr Let's Plays am Tag produzieren. So, ich tausche mal Dusselgur oder taubes Nüsschen gegen den Healer. Und dann surfen. Mhm. Surfen wir einfach mal auf eine Taube, Pokémon und taubes Nüsschen fliegen. Let's fly to Maria City. Flip. So, hier werden wir. Der Ort, an dem ich das erste Mal mit HD aufgenommen habe. Okay. Ja, hier unten ist er, genau. So, Fahrrad. Ich will schnell machen, ich will nicht da den ganzen Part lang rumlaufen und so. So, was hast du zu sagen? Bleib doch mal stehen, Alter! Warum ich hier herumlungere? Weil ich Lust drauf habe, deshalb. Ach ja, wenn du eins meiner Pokémon-Surfer beherrschen will, dann könnte ich ganz gemütlich übers Wasser gleiten. Ja, wir haben zum Glück Surfer. Wir können das machen. Und meine Stimme wird gerade ein bisschen strange, weil ich schon länger, glaube ich, rede. So, hier ist ein Leuchtturm. Finde ich echt gut gemacht, diesen Leuchtturm. Und wir finden ein Wasserstein, das finde ich natürlich auch gut. Ein Leuchtturm. Und viele sehen den nicht, weil sie einfach boah, ich muss mal kurz was trinken, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, hier bin ich wieder. Surfen wir einfach mal. Wir haben es ja gleich, also ja. Gibt's hier noch was? Nein! Pokémon, lass mich in Ruhe! Scheiß Barsch! Quabbel! Wir haben noch keinen Quabbel. Krass. Na gut, ich greife es mal an, obwohl das der Tod von Adventi vielleicht bedeuten könnte mit Funkenflug. Scheiße, er ist schneller. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass dieses Pokémon schneller ist? Und das hat Level 40. Egal. Was setze ich jetzt ein? Ich nehme mal Saiyajin. Mit einer Siedewasser ist die schwächste Attacke. Aber ich glaube kaum, dass es die Attacke überleben wird. Überlebt. Es kann Genesung. Krass. Na gut, es brennt immerhin. Das hat Einflüsse auf die Fangrate. Siedewasser. Ich frage mich gerade, wie ich es benennen soll, wenn ich es fangen sollte. Na, vielleicht sagt mir der Pokémon-Eintrag was das für ein Viech ist. So, Tauchball. Ein Ball, mit dem sich Pokémon, die im Wasser leben, besser fangen lassen. Ja, es ist drin. Es ist so ein Critical Fangen. Das wurde ab der 5. Generation eingeführt.
Das ist, ja, das Pokémon einfach schneller gefangen werden und so, ne? Quabbel, Gleit, Wassergeist, Größe 1,20 Meter, Gewicht 33 Kilo. Schlingt seine dünnen, schleierartigen Arme um den Gegner und lässt sich mit ihm zum Meeresgrund sinken. Oh Gott, wie nenne ich es jetzt? Wie nenne ich es jetzt? Oh, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich nenne es Bastion. Ja, passt hin, okay. Ist zwar. Scheiße, passt nicht hin. Ich nenne es einfach Wassergeist. Abkürzung für Wassergeist. Einfach ist reich, ich weiß. So, hier. Lasst mich in Ruhe. Ich setze jetzt einen Topschutz ein. Das ist doch. Du, ich hab schon eins. Tut mir leid, aber du hast die Chance vermasselt. Ich fange dich jetzt nicht nochmal. So, Flucht. Diese Quabbels von heute. So, Topschutz her. Können sie ja immer wieder neu kaufen. Also ist es nicht so, als hätten wir keine Topschütze. Oh nein. So, na toll, hier ist nichts. Eigentlich könnte man theoretisch unter die Brücke durch, aber es geht nicht. Und hier ist auch. Okay, wir haben mal wieder einen Topschutz verschwendet. Und es leckt wieder. Seufz! Naja, dann fliege ich zurück ins Pokémon Center und heile auch gleich die Pokémon. Dann gehen wir im nächsten Part in die Panero-Höhle. Und schauen dort nach, was es dort alles gibt. Und vielleicht können wir im nächsten Part sogar unser Adventi zweimal entwickeln. Wenn wir Glück haben oder und flott sind. Und erstmal muss ich mit diesem Leck die Pokémon heilen. Oh Gott. Es wird schon wieder so ein ewig langer Part. Ich mache immer 40 Minuten Parts bei Pokémon. Unglaublich. Da will man nur schnell in die Grundwassersenke ein paar Items einsammeln und dann dauert dieses Part so over 9000 Minuten lang. Und jetzt quatsch mich nicht voll. Du hast Glück, dass die Pokémon mich immer schwächen. Und dass du Kundschaft hast. Gäbe es keine Pokémon, hättest du auch keine Kundschaft. Deine Pokémon sind wieder fit. Ich komme nicht wieder. Ich muss aber leider wieder kommen. Das regt mich auf. Und es leckt. Das regt mich noch mehr auf. Oh Gott. Ich glaube, ich pausiere mal kurz. Dann geht's wieder mit dem Aufnehmen. So, ich habe jetzt mal kurz Pause gemacht. Und jetzt muss ich mal das Fahrrad rausholen. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Panero-Höhle. Wir haben ja immer noch den Schutz aktiv. Schutz aktiv, so könnte man ein Medikament benennen. Kaufen Sie unser neues Schutz aktiv. Damit schützen Sie sich und Ihre Familie vor Erkältungen. Für den unglaublichen Preis von nur 2000 Euro bei Ihrem Apotheker. Und wir haben das Item Gift-Hieb gefunden. Seufz. Das ist wahrscheinlich die Belohnung, weil es jetzt so leckt. Danke, Spiel. Gibt es vielleicht noch irgendwo Items in diesem Wasserbezirk? Ne, hier geht es nicht nach unten. Okay. Hätte ja sein können, dass es hier noch weitergeht. Irgendwo zu einer Secret-Stelle oder so. So, wo es zur Panero-Höhle geht. Ganz einfach. Na schön, Dame, was geht? Vielleicht müssen wir nach oben. Ja, das sieht schon mal gut aus. Oben ist ein guter Ansatz. Hier ist zum Beispiel noch ein Item. Und hier ist die Höhle, hier ist der Eingang. Seht ihr das? Seidenschall, den habe ich meinen Chillabell in meiner Weißen gegeben. Das ist das Shiny ist. Okay. Jetzt müssen wir da irgendwo hin. Das ist hinter diesem Gebäude. Dort führt der Weg hin, oder? In dem Fall müssen wir hier jetzt lang. Und hier ist noch ein alter Tattergreis. Na, was hast du zu sagen, Tattergreis? Die Panero-Höhle hier auf Route 6. Dort sollte ein sagenhaftes Pokémon leben, das einst alle Pokémon der einer Region vor den Flammen bewahrt hat. Weißt du, der Tattergreis hast, die dir erlaubt, über das Wasser zu gleiten?
triffst du das besagte Kobalium womöglich? Den Typ, den kennen wir doch. Da waren wir schon, genau. Oh Gott, ich kann das vergessen. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, oder? Kann das sein? Ach ja, hier geht's zur Elektrolythöhle, genau. Erinnerungen kommen hoch. Das war ja vor 4-5 Parts, wo wir hier waren. Nun gut, da muss ich wieder einen Topschutz einsetzen. Was soll's? Und jetzt haben wir die 40-Minuten-Grenze erreicht. Doppelseufz. So, Surfer. Schuppdiwupps. Und hier ist die Panero-Höhle, die wir im nächsten Part unter die Lupe nehmen. Bis dann, Servus.